Lesen macht Spaß, egal wo du auch bist. Ich wollte euch das nur sagen, damit ihr das auch wisst. Lesen macht Spaß, Lesen ist der Hit. Ich bin das Lesen-Nason, kommt, macht alle mit. Juli. Die letzte Woche waren wir jeden Tag im Freibad. Von mir aus hätte das noch den ganzen Ferien so weitergehen können. Doch seit dem großen Gewitter gestern Abend ist es richtig abgekühlt. Heute ist draußen alles grau im Grau. Egal aus welchem Fenster ich schaue, alles grau. Sogar in mir ist alles grau. Naja, meine Haut ist sowieso grau. Daran hat auch die Sonne nichts geändert. Nicht so wie bei Enis, Mo und Jaco. Die sind mega braun geworden und Louis ist wenigstens rot geworden. Aber ich bin grau. Zum Glück hat Enis angerufen. Keine Ahnung, wie lange ich mir noch das Horn an der Wohnzimmerscheibe plattgedrückt und grau gebrummt hätte. Er wollte mich in die Bibliothek abschleppen. Bibliothek? Ein echt schwieriges Wort. Da meinte Enis, ich könnte auch Bücherei sagen. Bloß weil Enis regelmäßig mit seiner Mama in die Bibliothek geht, muss er sich nicht so aufspüren, als ob er superschlau wäre. Also Enis möchte ein Buch über Meerschweinchen ausleihen und seine Mama muss noch Bücher zurückbringen. Enis hat überhaupt keine Meerschweinchen. Er hat mir erzählt, dass er sich welche wünscht, sie aber erst bekommt, wenn er sich genau informiert hat. Er weiß also, was Meerschweinchen so fressen, wie man sie behandelt und vor allem wie nicht. Naja, schlimmer als grau kann die Bibliothek auch nicht sein. Wir haben uns dann an der U-Bahn-Haltestelle Brunnenstraße getroffen und sind bis zur Reinoldikirche gefahren. Da war ich schon mal. Letzten Winter sind wir mit der Klasse zum Plätzchenbacken auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Von der Haltestelle bis zur Bibliothek waren es zu Fuß nicht weit. Von außen habe ich sie natürlich schon gesehen, habe mir aber weiter keine Gedanken gemacht, was das für ein komisches Haus ist, das überhaupt nicht aussieht wie ein Haus. Also nicht mit Ziegelsteinen, Dach und Schornstein, so wie meine kleine Schwester ein Haus malt. Es ist ganz aus Glas und sieht eher aus wie eine Schüssel. Wir sind also rein in die Glasschüssel, ab durch die Drehtür. Ich habe gestaunt. Die Bibliothek ist riesig. 3 Etagen mit Rolltreppen und alles voller Bücherregale. Aber nicht nur mit Büchern, sondern es gibt dort auch Spiele, Musik-CDs, Hörbücher, DVDs, Zeitschriften und sogar Konsolenspiele. Und ich glaube noch mehr. Man kann dort auch am Computer sitzen. Also, die haben viele Computer. Und Louis, der Trompetenunterricht hat, holt sich dort manchmal sogar Noten, hat mir Jaco erzählt, den wir dort zu meiner Überraschung auch getroffen haben. Ich wusste gar nicht, dass alle meine Freunde Bücherwürmer sind. Enis meinte, das muss man auch nicht unbedingt sein. Jaco steht voll auf Mangas und davon gäbe es hier viel, viel mehr als in der Schulbücherei. So langsam wurde ich neugierig. Und das Kleingedruckte? Hätte meine Mama gefragt und damit gemeint, wo ist der Haken? Da haben Enis und Jaco gleichzeitig auf mich eingeredet und ich habe mir gemerkt, dass das Ausleihen von Büchern, Spielen und so für Kinder umsonst ist, wenn sie einen Bibliotheksausweis haben. Nur DVDs und Konsolenspiele kosten eine Kleinigkeit. Man darf die Sachen eine bestimmte Zeit lang zu Hause behalten. Man kann das Ausleihen sogar verlängern, aber wenn man sie zu spät zurückbringt, kaputt macht oder verliert, dann kann es richtig teuer werden. Na, da lohnt es sich doch mal, dass ich so pingelig mit einem Zeug bin. Dann sind sie mit mir zu der großen Theke gegangen und wir haben dort nach einem Anmeldeformular gefragt. Ich sollte das von meiner Mama oder von Papa unterschreiben lassen und auch den Personalausweis von Mama oder Papa mitbringen. Aber ich glaube, ich bringe besser gleich meine ganze Mama mit. Die soll das auch mal sehen und meine kleine Schwester auch. Ich wette, die sind auch begeistert. Die Frau an der Theke hat erzählt, dass es hier Bücher in über 100 Sprachen gibt. Vielleicht ist ja sogar eins in Mamas Muttersprache dabei.
Wir sind dann noch alle allein durch die Bibliothek gelaufen und ich muss sagen, es hat mir dort richtig gut gefallen. Es roch so schön und sogar die Stille war schön. Nicht so ein Psst, seid leise Stille, sondern irgendwie eine konzentrierte, beschäftigte Stille. Und die Comicabteilung ist wirklich der Hammer. Und so viele Hörspiele. Ich war dann echt traurig, dass ich noch keinen Ausweis habe. Als wir gerade wieder aus der Drehtür rausgegangen sind, hat Enis Mama zwei alte Freundinnen getroffen. Die wohnen nicht bei uns in der Gegend und die wollten unbedingt noch etwas quatschen. Enis Mutter hat uns dann noch in einem Café gegenüber zu einem Tee und Gebäck eingeladen. Es gab dort diese kleinen, süßen türkischen Teile. Baklava heißen die, glaube ich. Das kenne ich von Enis Geburtstagen. Jeder durfte sich drei Sorten aussuchen. Das war echt lecker. So war der Tag dann doch ganz schön. Und gar nicht mehr so grau. Mama hat mir versprochen, dass wir bald alle zusammen in die Bibliothek gehen. Hihi. Die hat ein bisschen gestaunt, was ich für schwierige Wörter kenne. Lesen macht Spaß, egal wo du auch bist. Ich wollte euch das nur sagen, damit ihr das auch wisst. Lesen macht Spaß, Lesen ist der Hit. Ich bin das Lesen-Nason, kommt, macht alle mit.